Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Teil von Road to WM. Und heute werden wir die Elfenbeinküste vorstellen. Wir werden mit Elfenbeinküste antreten gegen Japan. Und deswegen haben wir uns natürlich gleich ein Top-Team erstellt. Wir beginnen gleich mit der Auswechslung. Da haben wir einmal Tierney von Montpellier, Boni von Swansea, dann Sio. Also viele Stürmer auf jeden Fall. Gradel, der auch kommt langsam. Also finde ich auf jeden Fall ein starker Spieler. Und dann natürlich Traoré noch von Anchi Machatschkala, der jetzt da glaube ich gar nicht mehr spielt, weil Anchi Machatschkala ja letzter Platz ist und der Scheich ist ja abgesprungen. Naja, egal. Wir kommen jetzt erstmal zum Team und sehen auch gleich zuerst unseren Torwart Kopa in Form. Ja, auf jeden Fall klasse Torwart, kann ich nichts gegen sagen. 74 Spiele schon gespielt für die Elfenbeinküste. Top. Auch wenn er jetzt aktuell beim Freundschaftsspiel, glaube ich, sogar auf der Auswechselbank war. Ich weiß nicht, was da los ist, aber naja, wir werden es ja sehen irgendwann. Und ja, egal. Dann in der Innenverteidigung haben wir einmal natürlich den Kolo Touré, schon 106 Spiele absolviert. Natürlich der Bruder von Yaya Touré und der muss natürlich ebenfalls rein. Bester Innenverteidiger, in der Elfenbeinküste, kann ich jetzt eigentlich sagen, weil wir auf der anderen Innenverteidigerposition Boca haben. Arthur Boca, ZDM, spielt eigentlich im ZDM auch, aber naja, wir hatten jetzt keinen Innenverteidiger gefunden, der wirklich im Kader steht. Wir hätten natürlich auch einen Chiné nehmen können, aber egal, wir haben uns jetzt für Arthur Boca entschieden. Ist jetzt nicht der Kopfballstärkste, aber dennoch kann er recht gut verteidigen. Und in der Linksverteidigerposition haben wir dann Jagba. Als Rechtsverteidiger ist heute mal der Aurier da, nicht der Eboué. Ich wusste auch nicht, wo Eboué ist. Spielt er eigentlich noch im Kader? Weil ich habe geguckt, die letzten Spiele, da war er gar nicht dabei. Da hat Aurier gespielt als Rechtsverteidiger, spielt er halt auch als Rechtsverteidiger bei Toulouse. Sogar recht stark. 6,5 Millionen Marktwert und hat schon 6 Spiele für die Elfenbeinküste jetzt absolviert. Ist halt in Form als rechtes Mittelfeld da. Ich dachte mir, ja okay, Chemie oder Aussehen, also Aussehen mit, meine ich mit in Forms, sieht das natürlich schöner aus, habe ich mich fürs Aussehen entschieden. Ist jetzt egal, dass er nur auf 5 oder 6 Chemie kommt. Dann im rechten Mittelfeld haben wir Salomon Kalou, natürlich bekannt von Chelsea und Co. Richtig starker Spieler, trotzdem noch schon 2 in Forms bekommen. Auch so ein Stürmer in Form, die 81er Version. Richtig krank, haben wir aber heute mal als rechten Mittelfeldspieler spielen lassen. Weil das eigentlich besser passt. Dann im defensiven Mittelfeld haben wir natürlich den besten Spieler, würde ich jetzt mal behaupten, mit einem anderen noch dazu. Yaya Touré, natürlich Top-Leistung, die er abliefert, auch bei Manchester City in dieser Saison. Ich frag mich, warum er noch keinen in Form bekommen hat, aber naja, kann man nichts machen, spielt wirklich richtig stark, Weltklasse. Kann ich einfach nur schwärmen von ihm. Ja, dann daneben haben wir TOT. Auch ein Top-Mann aus der Premier League, bei Newcastle spielt er. Und links im Mittelfeld haben wir dann Gervinho. Und links seht ihr dann natürlich noch die Real-Life-Infos, falls dem einen oder anderen das interessiert. Und ja, da haben wir jetzt hier Gervinho, 89 Tempo. Müssen wir mal gucken, was er so reißen kann. Hoch und gering sind seine Arbeitsraten. Also bleibt er immer vorne. Naja, ob das gut ist, wir werden sehen. Dann im Sturm natürlich einmal ein bisschen Pace, Dumbia. Ich weiß auch noch nicht, also ich weiß nicht, warum der 23 Millionen kostet noch. Der ist, glaube ich, 31 oder 32 Jahre alt. Naja, egal. Hat auf jeden Fall noch gutes Tempo und hoffentlich wird er für uns ein paar Tore schießen, auch wenn er nur 2 Tore in 19 Spielen geschossen hat. Ja, für die Elfenbeinküste. Naja, ist ein bisschen mau, aber egal. Kommen wir jetzt zu unserem Topstar mit Yaya Touré. Das ist natürlich Didier Drogba, der aktuell in Form ist. 98 Spiele gespielt und 62 Tore geschossen und ist auch natürlich der Kapitän der Mannschaft. Und das ist natürlich jetzt hier also unser Team, mit dem wir antreten werden gegen einen Abonnenten, gegen Japan. Und wenn ihr ja morgen oder übermorgen das sehen möchtet, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Ich mache jetzt keine Like-Grenze, das ist euch überlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall sehr aufwendig mit dem ganzen Grafischen und so, blablabla. Mit Likes, Daumen, nein, Spaß. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, macht ihr einfach nichts oder gebt mir einen Daumen nach unten, ne? Damit kann ich auch leben. Zählt ja auch als Bewertung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Max von Real FIFA. Morgen oder übermorgen kann das Pink Slips um Didier Drogba kommen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Und dann würde ich sagen, ja, wünscht mir Glück. 4-4-2-2-Formation habe ich auch noch nie ausgetestet. Müssen wir mal schauen, wie wir damit klarkommen. Also, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.